Ja, hi ho und herzlich willkommen zur nächsten Folge Lost Worlds Survival. Bin stehen geblieben hier in der Hütte und ich habe heute wieder einen Gast dabei. Der darf sich mal Hallo. vorstellen. Ja, hallo, ich bin Neo. Mon. Also, na, eigentlich Neo Ja. spielt, ja. Ah. Uah. Lol. Ist da gerade gar nichts kaputt gegangen? Ich habe Blockschaden ausgestellt. Ja, Ah, super, gut. warum sind hier so viele Zombies? Ich hab Ja, da. einige kennen ihn vielleicht noch aus dem Ultra-Projekt, zumindest ein paar. Ja. Warst auch dabei, ne? Ja, ich war dabei. Hast recht. Ja, nicht, dass ich eine falsche Erinnerung habe, aber da war doch was. Nee, nee, das war so. Boah, Alter, ich Oh, hab voll. Man hat hier voll Angst ohne Schwert bei dem Game hier. ja, so. Bin in der letzten Folge auch verreckt, das erste Mal. Oh, hier ist noch Oh, so da ein ist noch ein. Zombie. Ja, und ein Giftcreeper ist da hinten auch noch. Also Ups. vor dem habe ich ja richtig Angst mal. Müsste ich hier sonst ein bisschen rumschleichen. Ich muss mal jetzt schnell zwei Schwerter bauen. Achtung, zwei Zombies. Hier, da. Ach, da ist ein Schwert. Boah, die sind voll heftig, ey. Ja. Weil das macht So, schon. Das ist irgendwie voll lustig mit viel mehr. Ah, in der Kiste. Gift Creeper! Oh, Angst. Und immer schön wegballern. Oh, yeah. Aber Ja, hier ist. yeah. Das ist noch heftiger als bei Hardcore. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Dem kann ich nur zustimmen. Das ist sozusagen, Nimm dir mal das eine ist. Wasserflasche daraus. Ach ja, stimmt, man muss ja hier was trinken. Genau, muss man alles. Das ist ja noch heftiger als Ultra Hardcore. Finde ich zumindestens. Also es ist ziemlich schwer, ja, aber auch Ultra Hardcore, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ein bisschen härter. Im Übrigen für die Leute, die jetzt gerade wundern, warum das hier alles so ein bisschen merkwürdig aussieht, ich habe das R3D Texture Pack drin. R3D Craft heißt das, aber YOLO. Kann ich dir irgendwie helfen oder so? Habt ihr eine Spitzhacke und fange an, hier Minen so auszuschachten. Ich brauche unbedingt Materialien. Okay, gut. Ich Dafür hoffe, dass bin die ich ja Aufnahme da. jetzt. Ich hoffe, dass meine Aufnahme jetzt ein bisschen weniger laggt. Ich habe die Qualität ein bisschen höher gedreht. So, also. Hier ist keine Spitzhacke, hier ist keine Spitzhacke. So. Ich muss Muss dir mal. eine herstellen. Hast du hier irgendwo noch eine Kiste rum oder so? Nee, Nö. ist bis jetzt nur die eine. Bin noch nicht sonderlich weit gekommen hier. Ja, das sehe ich auch gerade, weil so viel hast du ja noch nicht Ja, jetzt ich geschafft. So, dann stelle gehe ich mir mal ein jetzt erstmal. bisschen angeln. Du hast noch keinen Durst. Nicht? Aber schlecht. Das ist Ja, gut. also. Nein, nein, du hast es schlecht. Durst ist Und so ein sehr schlecht, See. weil. Ja, dann stirbt jemand. Da ist noch ein Fisch, glaube ich, in dem Ofen. Den kannst du dir von mir aus reinziehen. Ja, ich hab schon ein paar. Ich den ganzen Tag hier am Angeln, ey, das ist. Ich gehe mal runter und arbeite weiter da. Achso, ich sollte vielleicht noch eine Fackel mitnehmen. Damit du eine Fackel essen kannst. Ich esse nehme mal drei Fackeln mit. Ich packe am Ende, wenn ich hier gehe, alles wieder in die Kiste, damit. Wäre ich sehr dankbar drum. Ich weiß Damit nicht, der ob. ne damit der nächste Gast dann wieder. Ja, der nächste Gast ist, glaube ich, Rettlan. Geil. Der wollte. Und ich habe auch noch einen meiner Abonnenten, der ist auch bald noch dran. Hä, ich finde gerade den Eingang zu deiner Mine nicht. Ach doch, hab ihn. So. Badum-tsch. Boah, der hier vorne Ja, ist ein Zombie. Das heißt, hier ist hang. wahrscheinlich eine Höhle. Gehe ich mal von aus. Wirklich. Ja, Angeln ist nicht so sonderlich interessant. Da kann man dann schön den Kopf hin und her schunkeln und warten, dass es endlich was angebissen hat. Bisschen hin und her quatschen.
Im Übrigen schon mal ein Dankeschön an die ganzen Kommentare. Da sind schon ein paar sehr interessante Ideen gekommen. Ey, ich habe An Eisen dies. gefunden. Nice. An die zwei, die meinten, ich soll Random Dörfer spawnen. Was meint ihr unter Random Dörfer? Das wäre noch ganz interessant. Dann hat jemand noch geschrieben, ich soll einen Angry Pig einfügen. Ich kann es versuchen. Ob das ganz so klappt, weiß ich nicht. Ich werde dann wahrscheinlich einen Zombie nehmen. Dem gebe ich dann den Namen Angry Pig und lasse das dann so aussehen wie ein Schwein. Dann rennt das Schwein auf einen zu und haut einen auch so, macht aber Ach dann du. auch die Geräusche von einem Zombie. Boah, hier ist voll dunkel. Irgendwo ist hier zu dunkel. Okay, erzähl weiter. So, hatte ich noch irgendwas da in Kommentaren? Irgendwer hat sich über meine Facecam beschwert. Ein einziger und zwei haben drunter geschrieben: Nee, lass Facecam an. Einer davon war ich. Ja? Ja. Ja, cool. Ja, wozu habe ich diese Facecam extra gekauft, ne? Ja, also, ganz ehrlich, ich finde, es macht irgendwie mehr Spaß, wenn man ein Let's Play sieht mit Facecam. Ja, vor allen Dingen, dann ist das Let's Play, wenn das jetzt zum Beispiel hier gerade so was Langweiliges ist wie Angeln. Ja, da sieht man dann den Typen, der hier noch so ein bisschen rumfaxen macht, ja, oder was auch immer. Man kann sich vor allen Dingen, also ich finde, man kann sich dann personifizieren oder so. Also ich gucke auch lieber, wenn ich denn mal Let's Plays gucke, dann halt welche mit Facecam. Oder Also auch mit Livestreams so. ich mach ja keine Facecam, weil ich ja, ich möchte mich halt nicht so zeigen und so, aber Ja, das ist immer jedermanns Sache. Ich finde, wenn man also jetzt bei zum Beispiel wenn ich aus. zum Beispiel Slender zocke, dann mache ich halt so eine total verdunkelte Facecam, dass man halt nicht so viel sieht. Aber Ja, für Facecam braucht man aber auch den passenden Ego, muss man schon sagen. Also, wer sich da nicht so traut oder sich lieber irgendwie anderweitig versteckt oder so, der sollte sowas auch sein lassen. ja, also irgendwann gibt es dann vielleicht mal Facecam, aber nicht jetzt. Und außerdem bei den Projekten, die ich im Moment mache, da finde ich, lohnt es sich auch gar nicht, so eine Facecam zu haben. Boah, da bei uns ist gerade voll der Sturm, ey. Ja, ich war auch schon heute ein paar Stunden draußen, weil komischerweise fuhr kein Bus und dann saß ich da 1,5 Stunden im Wind. War sehr witzig, war sehr angenehm. Ich habe mir die Hacken abgefroren. Ja, ne. Läuft bei dir. Ja, läuft. Lief gut, war kalt. War arschkalt. Ja, also. Ich habe Wollen wir heute einen Fisch noch, nichts. dann habe ich 8. Also, ich habe heute nichts gemacht. Wirkliches. Egal. Zombie bei dir in der Nur. Nähe. Was? Das ist ein Zombie oder irgendwas anderes bei dir in der Nähe. Ich sehe dein Ich weiß, Namensschild. ich glaube, neben mir ist so ein. Da ist eine Höhle. Gehe ich mal von aus. Ich gehe mal gucken, ob ich irgendwie an die Höhle rankomme. Wenn Sind du so das viele darfst. Pferde, ey. Das Du musst noch Angry Pferde machen. Angry Pferde. Ah ja. Nee, kommt die Frage. So, ich gehe jetzt erstmal weiter Fischbrännchen. Oh, ich habe eine So, Höhle dann. gefunden. Ich habe eine Höhle gefunden. Eine Höhle gefunden? Ja, ich habe eine Höhle gefunden. Dann plündern. Ja, aber hallo, da sind Monster drin. Ja, das hat eine Höhle an sich, oder? Ja, aber das kann ich doch jetzt nicht machen hier ohne dich. Meine Höhle. Boah, das ist ein Sumpfzombie. Was ist eigentlich bei so einem Sumpfzombie das Besondere? Der verlangsamt ein. Ach Sumpfzombies so. sind noch harmlos. Ja, das merke ich auch gerade, dass der harmlos ist. So, ich esse Das jetzt erstmal eine. Ich wollte gerade eine neben Fackel dem essen. Standard-Zombie ist das, glaube ich, so der leichteste Mob. Ja, da sind. Also, die meisten, die ich ja da in der ersten Folge schon gesehen habe, die sind ja schon ziemlich heftig, die Viecher. Soll ja auch so. Das Plugin ist ja, beziehungsweise der Server wird ja hinter drauf basierend sein, dass man hier nicht alleine überleben kann. Also das Let's Play hier ist noch leichter als das, was der Server sein wird. Den Server mache ich um einiges schwerer.
Oha. Ja, es macht mehr Spaß, mit Freunden zusammenzuspielen. Und dementsprechend werde ich das Serverkonzept so ausbauen, dass man halt auch nur mit Freunden spielt. Ja, also man kann dann auf dem Server gar nicht alleine spielen. Höchstwahrscheinlich Es sei irgendwelche. denn, man hat sich natürlich dann irgendwann eine Diamantrüstung und so gemacht. Ah, nee, Diamantrüstung wird es nicht frei verfügbar geben, natürlich dir. Das Maximale, was du dir kaufen kannst, ist Eisen. Ich möchte die Diamantrüstung und Kettenrüstung so als Spezial-Items freihalten von irgendwelchen besonderen Monster-Drops oder Questbelohnungen oder so. Ah, Damit man das okay. halt nicht sofort hat. Und mit einer Diamantrüstung, überleg mal, eine Diamantrüstung, die blockt fast sämtlichen Schaden. Da kriegst du ja gar nichts mehr ab. Okay, dann ist natürlich was anderes. Dann wird das noch schwerer. Richtig. Aber ich glaube, umso schwerer das hier wird, desto besser wird es auch. Ja, vor allem der Spielspaß hält ja auch länger an, finde ich. Überleg mal, wenn, was hast du davon, wenn du 0, nix irgendeine Dia-Rüstung hast und alles, ja, und dann kannst du ja gar nichts mehr machen. Dann ist das Spiel ja so gut wie durch. Weil irgendwann ist Ja, alles ne? erkundschaftet, aber wenn du gar nicht erst alles erkundschaften kannst, weil du direkt die ganze Zeit am Verrecken bist wie Hulle, sodass du dann erst hochleveln musst, Equipment farmen, irgendwelche Belohnungen machen, irgendwelche dämlichen Minijobs, falls ich die einfüge, dann Soll der das so ein Spielspaß bisschen, größer. soll das an sich so ein bisschen RPG-mäßig werden? Ja, definitiv. Okay. Soll ja nicht nur so ein bisschen RPG-mäßig werden, das soll hier richtig. Das, was Minecraft eigentlich mal zur Vollversion vorhatte. Ja, so ungefähr. Nee, ich Dann weiß ist gar nicht, aber was noch. Minecraft so vorhatte, aber. Also irgendwie, es ging ja mal die Gerüchte rum damals, dass die hier so ein RPG Ah. war der Creeper bei dir? Ja. Gut. Euer Creeper. Es ging ja mal die Gerüchte rum, dass hier so RPG-mäßig werden sollte damals zur Vollversion. So wegen Endkampf und so. Das ist halt alles so ein bisschen. Aber Das ist Das haben sie sehr nicht gut möglich, ganz. aber Haben sie ja, nicht ganz geschafft. das ist War schwer nur zu Gerüchte. realisieren. Ja, aber du schaffst es ja anscheinend, ne? Es geht, ich gebe einfach irgendwelchen Monstern irgendwelche anderen Sachen. Letztes Mal, das ist einfach geschickte Planung. Ja? Jetzt brauchen die sich nicht die Arbeit machen, haben das dann schön frei und offen gestaltet, so dass die Leute dann sozusagen, die das dann unbedingt haben wollen, selbst die Arbeit erledigen. Ja. Das ist ja auch das Gute an Minecraft, dass man die Mods ziemlich einfach installieren kann. Ach, Eisskelett. Ich hasse die Viecher. Ich habe einen Knochen. Ich habe den ersten Knochen. Lol. Ach du Scheiße, oben ist So. bestimmt voll dunkel jetzt, wenn ich hochgehe. Ja. Yep. Das Irgendwie volle habe ich Lotte jetzt dunkel. Angst. Außer nicht. Noch hier alles in Butter. Aber was wollte ich? Ich wollte mir gerade noch irgendwie. Ich habe hier viele Kohle und zwei Eisen, ja. Ich brate schon mal das Eisen, aber hier ist keine Kohle drin. Badum-tsch. So. Oh Mann, dämlicher Feuercreeper, hau ab. Aber. Mag dich nicht. User joined your channel. Hallo. Basti, du bist mitten in der Aufnahme. Herzlich willkommen. Hallo. Jetzt? Ja. Willkommen, wir nehmen jetzt hier gerade. Ich hab dich aber schon von der Whitelist runtergeschmissen. Achso, macht ihr hier, Ja. Dingsen? Cool. Ja. Abonniert alle Storm und Neo spielt. Und danach Das erst mich. ist der typische Basti. Ja, ne? Basti, wie er lebt und lebt. Genau, Ich sag, wie viel Fehler habt ihr schon aufgenommen? Sind jetzt gerade bei 14 Minuten, fast 15. Also, welche Folge? Die dritte jetzt? Nee, das ist die vierte. Okay. Wie kommt es, dass Neo hier mitspielt? Ich habe ihn Warum gefragt. spielt Neo? Neo, hast du dich wieder ins Projekt reingeschmissen? Schäm dich!
Stell mal dein Mikro ein bisschen anders ein. Ja, ist jetzt gerade 10 Meter davon weg. Genau. Ja, jetzt ist richtig besser. Gut wieder. Ah, ein Bomber! Verdammt! Ja, warte, den mach ich mit. Scheiße. Ich hab Angst! Habt ihr das auch gehört? Ich glaube, es war meine Mutter, die hat gepupst. Ah, Boomer. Boomer! So. Guckst du gerade Fernsehen oder so? Oh ja, warte, ich geh. Ah, scheiße, Gift-Zombie! Tschüss! Tschüss! User left your channel. Gift-Zombie. Unerwarteter Gastbesuch. Binne! Wow. Zombie! Zombie! Oh, läuft. Ja. Läuft hier, Alter. Hier ist noch ein Zombie. Hier ist immer volles Programm. Oh, ja, das geht ja voll ab in der Nacht hier. Was sieht man da eigentlich immer? HP, ist das, wie viele Leben der noch hat? Jupp. Ah. Das ist, wie viele Leben die noch haben. Ah, Creeper! Obwohl, vor Creepern hat man hier fast keine Angst mehr schon. Du unterschätzt die Creeper, glaube ich. Ups, hab ich dich gerade geschlagen? Ja, ein paar Mal. Echt? Scheiße. Hab ich fast gekillt. Ah, du Frechers. Wir sind ja nicht bei PvP, also. Nee. Ja. So, das geht, dann mach ich. Das geht so nicht weiter. Dann machen wir uns mal. Ah, da ist noch so ein Boomer! Scheiße. Der Boomer. Was? Der kommt Boomer auf uns zu. Ja, lass die Boomer mir übrig. Und geh weg von dem. Der kommt direkt zu dir. Lol. Ja. Das war ein Psy. Jetzt kommt er direkt zu mir. Jetzt kommt er direkt auf mich zu. Scheiße. Er kommt direkt auf mich zu. Wer hat die Fackeln hier am Anfang weggemacht? Ich nicht. Der kommt. Seh nix. Da leuchtet irgendwas. Boah, jetzt Leute, ich sterb hier gleich. Nein! Oh, scheiße, Gift Creeper. Noch ein Creeper. Ah! Zwei Boomer! Drei! Ach du Scheiße, das ist heute Boomer-Party oder was? Einer weg. Weiter weg. Boah, läuft, Alter. Boah, Alter. Bitte weg. ETF. Hast du den Psycho schon platt gemacht? Vorsicht, da sind Schleicher. Uah! Geh hoch ins Baumhaus! Nein! Creeper! Oh, ich hab's überlebt. Ab hoch, hoch, hoch. Voll die Action hier gerade. Ja, Halleluja. Hier kommen sie nämlich nicht rein. Ach ja. Boah, ey. Ist ja, und es geht ja voll ab hier, ey. Ja, das sag ich doch. Ja, und mit dem verabschieden wir uns von der ersten Folge aus. Wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dann.